Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute habe ich euch mal wieder eine historische Waffe mitgebracht, und zwar die Suomi KP-31. Eine der wohl präzisesten Maschinenpistolen aus dem Zweiten Weltkrieg, zu Ende entwickelt bis 1931, und die möchte ich euch heute ein bisschen vorstellen. Tja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Die Waffe ist natürlich wie immer x-mal kontrolliert worden und sicher. Ich habe das Magazin da drin, weil das sonst natürlich nicht ordentlich aussieht. Und ja, Sicherheit ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, die ersten Entwicklungen dieser Maschinenpistole stammen aus dem Jahre 1921 oder 22. Im Jahre 30/31 überarbeitete Lahti den Entwurf und machte daraus quasi die KP-31, wie sie dann hieß. Und genau mit diesen Konstruktionsmerkmalen, die ich gleich vorstellen werde. Und die Maschinenpistole wurde komplett in Finnland hergestellt dann. Sie wurde sehr hochwertig hergestellt. Das sind also sehr, ja, ich sag mal, relativ komplexe Bearbeitungsmechanismen, starke Materialien, gute Materialien. Und deswegen hat das Ding quasi auch so ewig lange gehalten und ging kaum kaputt. Also ein paar kleine Verschleißteile gehen immer kaputt. Aber das war wohl eine der zuverlässigsten Maschinenpistolen überhaupt. Der Aufbau ist relativ einfach. Ich habe hier vorne den Lauf, und der Lauf ist relativ dick schon für so eine Maschinenpistole. Und um den Lauf herum ist der Handschutz. Man konnte diesen Lauf ja quasi rotglühend schießen. Und der große Vorteil bei diesem Lauf war, dass man ihn wechseln konnte. Hier gibt es einen kleinen Hebel, den hat man aufgemacht. Und dann konnte man den Laufschutz abklicken. Der hatte 4 Warzen, im Gegensatz zu den ganzen geschraubten Konstruktionen. Und dann konnte ich den herausnehmen, und den Lauf konnte ich quasi mit dem finnischen Messer, was ja jeder bei sich hatte, von hinten rausnehmen. Das heißt, den Lauf konnte ich relativ schnell wechseln, und es gab auch immer einen zweiten Lauf, der passend geschossen hatte zu dieser Waffe, der entweder im Depot lag oder ja, schon mitgenommen wurde, und dann konnte man den auswechseln und hat ohne eine Veränderung des Trefferbildes quasi mit einem zweiten Lauf weitergeschossen. Es gibt noch ein paar Ausführungen, die haben hier einen Kompensator vorne dran. Der macht natürlich bei 9 mm nicht sehr viel Sinn. Und der hat auch irgendwann zu Problemen geführt im Feld draußen, wenn der dann verdreckt war im Winter, sodass die Grundversion völlig ausreichend war. Also die ist ja eine Vollauto im Normalfall. Diese Version ist natürlich als Einzellader bzw. als Halbautomat zugelassen. Und ja, man kann quasi den Rückstoß dieser schweren Waffe mit dem Daumen, wenn man den Daumen hier ranhält, kann man den Rückstoß kontrollieren. Also das ist überhaupt kein Problem. Sie ist so schwer, dass man quasi keinen Rückstoß hat. Ja, ist ein guter Lauf verbaut. Hier vorne ist so eine kleine Schräge, da gibt es ein Patent drauf sogar. Und die ausströmenden Gase sollten das ein bisschen nach unten halten, aber das hat es auch nicht gemacht. Ja, die Systemhülse hier ist aus massivem Stahl gefräst, und hier hinten in dem Bereich läuft ja der Masseverschluss, und die Wanddicke, also von dieser Hülse, beträgt da 37 mm, und hier vorne wird der Verschluss ja kleiner, und da ist die Wanddicke natürlich deutlich dicker, wie man hier vorne sieht. Da kommt ja bloß noch der, ich glaube, 31 mm dicke Verschluss raus. Und das Ganze ist so gebaut, also der ist hinten etwas dicker, vorne etwas dünner, und der dichtet das Ganze nach hinten ab. Das heißt, das Ganze ist hier gebohrt und gefräst und gehohnt worden, sodass es sehr, sehr exakt läuft. Und ja, das ist natürlich eine sehr hohe Präzision, und das Ganze geht dann auch nicht so schnell kaputt. Und dieses ganze System ist ein Masseverschluss, der hier drin ist. Und der Masseverschluss, der ist aus schwedischem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt, hält also ewig. Und ja, im Prinzip wurde, man muss sich so vorstellen, ausgelöst. Der Masseverschluss ist nach vorne gegangen und hat die Patrone hier aus dem Magazin mitgenommen. Und hat die Patrone schon im Flug, also in diesem Mitnehmen, gezündet. Und durch diese Trägheit, also die Masseträgheit von dem Verschluss, wurde die dann noch während der Zündung in das Patronenlager reingestoßen. Und die Patrone hat sich dann verkrallt. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Konstruktion. Die hat super funktioniert. Und die ist dadurch auch trotzdem sehr genau geblieben. Das heißt, es ist ja ein Masseverschluss, der ist nicht immer so genau. Aber die Maschinenpistolen, die ausgeliefert wurden, mussten bei der Auslieferung auf 100 Meter bei 10 Schuss Einzelfeuer 2,5 cm Streukreis halten. Das bei 9 mm. Und bei 50 Schuss Dauerfeuer nacheinander mussten sie
unter 10 cm als Gruppe haben, also alle 50 Schuss innerhalb von 10 cm. Das war die, das Qualitätskriterium vor dem Ausliefern. Das ist schon äußerst interessant. Ja, was habe ich noch hier? Ich habe hier hinten, damit die Kadenz bei diesem Masseverschluss nicht zu hoch ist, das ist auch so ein Patent, habe ich quasi so eine Vakuumkammer. Deswegen ist hier hinten so ein Gewinde, das kann man ja abschrauben. Und da ist ja die Feder drin und der Verschluss. Und dieses ganze Teil hier hinten ist relativ dicht, sodass es quasi das Ganze abbremst. Ja, das ist so ein Vakuumverschluss da hinten oder so ein Vakuumventil nennt man das auch. Ja, das hier ist der Hebel zum Zurückziehen. Und dann gab es hier vorne an der Stelle den Wahlhebel für Dauerfeuer nach vorne und für Einzelfeuer und für die Sicherung. Also die drei Stellungen gab es. Hier sind nur noch zwei, ist klar. Und der Abzug hier ist für den Masseverschluss völlig okay. Es braucht sowieso einige Zeit, bis der Masseverschluss nach vorne gerammelt ist und dann schießt. Also es gibt immer eine Verzögerung, logischerweise. Was haben wir hier noch? Hier unten ist noch die Mechanik dran, um den Lauf rauszukriegen. Und hier ist so ein Bügel vor, damit ich nicht an den Magazinauswerfer komme, sonst fällt das Magazin im Feld raus. Und hier kann ich das Magazin quasi herausnehmen und nach unten herausziehen. Ja. Das ist relativ offen, die ganze Magazineinfuhr, weil ich natürlich jetzt verschiedene Magazine nutzen kann. Im Feld waren besonders beliebt die 71er Magazine, also die runden Magazine, die Trommelmagazine. Ich zeige mal so eins. Ja, hier ist so ein Trommelmagazin, da passt ein 71 rein. Das ließ sich auch relativ gut füllen, wenn man damit um konnte. Und dadurch ist die Feuerkraft natürlich sehr hoch. Was es sonst noch gab, waren die sogenannten Stangenmagazine. Davon habe ich auch noch welche hier. Und es gab die sogenannten Sargmagazine. Ja, die sehen irgendwie aus wie so ein bisschen so ein Sarg. Und die hatten vier Reihen nebeneinander und zwei Kammern. Aber die hatten auch Probleme manchmal in der Zuführung, weil hier vorne sind zwei Zungen drin. Und wenn die dann dreckig waren und das nicht ordentlich sauber war, dann haben die nachher irgendwann nicht mehr ordentlich zugeführt. Oder sind da Eis und kalt und Staub, dann mochten die das nicht. Also die waren jetzt nicht so beliebt, weil wenn die dann nicht mehr schossen, dann ist das blöde. Also das Stangenmagazin war gut und das Trommelmagazin war sehr gut und sehr beliebt. Ja, was ist noch dran? Hier ist ein Holzschaft dran, ein ganz normaler Holzschaft, Birkenholz, der angeschraubt wurde. Und wie immer hier eine Stahlplatte dran und eine Riemenöse, die ich auch hier vorne dran habe, die lässt sich übrigens abbauen. Dann habe ich ein Visier, was ich bis 500 Meter verstellen kann. Natürlich ist das eher für 500 Meter Quatsch, jedenfalls von der Zielgenauigkeit. Das hieß dann auch die Einstellung für Störfeuer. Das heißt, 500 Meter war sogenanntes Störfeuer. Wenn dann mehrere schossen, dann war das natürlich auch nicht lustig. Und ich sag mal, bis 200 Meter konnte man vielleicht was erreichen. Und normalerweise war die gebaut für die finnischen Wälder bis 100 Meter. Und da war die extrem genau. Ja, und viele haben damals auch aus der Hüfte geschossen oder um den Rückschlag zu vermeiden, haben die einfach so geschossen, mit dem Daumen den Rückschlag kontrolliert und die gar nicht eingezogen. Nur wenn man die eingezogen hat, dann konnte man sehr gut Einzelfeuer schießen. Das war der Vorteil. Sie war auch sehr genau und auch relativ leise. Ich habe das heute auch festgestellt. Ich habe vorhin einmal geschossen ohne Gehörschutz und es war eigentlich kein Problem. Das hat mich ein bisschen gewundert. Wahrscheinlich dämmt die Masse das sehr gut. Und es gab ja einen Prototypen oder eine Sonderkonstruktion, die hatte einen geschlossenen Handschutz hier und hatte einen sogenannten, also der war ein teilintegrierter Schalldämpfer. Und wenn man die mit Subsonic geschossen hat, war die extrem leise. Ihr merkt schon, ich bin hier auf dem Schießplatz. Das knallt hier ab und zu. Das kann ich nicht verhindern natürlich. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem alles. Ja, das zur Konstruktion. Ich würde sagen, ich schmeiße mal ein paar Patronen in die einzelnen Magazine und zeige mal, wie das Ganze schießt.
Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder heute zur Suomi KP31. Ich hoffe, euch hat das kleine Video ein wenig Spaß gemacht und würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.